Diese Stadt wehrt sich um jeden Preis gegen ihr braves Image. Richmond, die Hauptstadt des Bundesstaates Virginia an der Ostküste der USA, pflegt ihr industrielles Kulturerbe. Auf einem Streifgang durch die Stadt kann man den schönsten Rundblick vom Park Belle Isle bewundern oder einen erfrischenden Kopfsprung in die Schnellen des James River machen. Aber Richmond birgt auch eine kuriose Geschichte um eine ungelenke Grenzüberwindung. Der Autor Jeffrey Ruggles hat der aufregenden Geschichte, die Mitte des 19. Jahrhunderts in Richmond begann, ein Buch gewidmet. Damals ist die Stadt eine Drehscheibe für den Sklavenhandel. In den Dutzend Verkaufs- und Auktionshäusern wird neben Tabak, Mais und Kaffee auch über Menschen verhandelt. Henry Brown wurde als Sklave in einem Hof außerhalb von Richmond geboren und hat dort gewohnt, bis er 15 war. Nach dem Tod seines alten Herrn kam er zu dessen Sohn, einem Tabakhändler in Richmond. Ab ca. 1830 arbeitete der Junge in der Tabakfabrik. Dank dem Hungerlohn, den Brown durch harte Arbeit verdient, fühlt er fast so etwas wie Freiheit. Er war Kirchenmitglied in der ersten afrikanischen Baptistenkirche und sang dort im Chor. In dem Umfeld hat er auch eine junge Frau namens Nancy kennengelernt. Sie wollten heiraten und haben dafür die Erlaubnis ihrer Herren bekommen. Sie bekamen drei Söhne. Freunde helfen ihm dabei, ein Haus für seine Familie zu finden. Aber 1848 bricht alles zusammen. Seine Frau wird weiterverkauft. Laut Gesetz blieben die Kinder bei ihrer Mutter. Der Händler, der Browns Frau und seine Kinder kaufte, brachte sie nach Carolina in den Süden. Am Tag der Abreise hat Brown seine Frau über mehrere Meilen begleitet, bevor er schließlich umkehren musste. Die Trennung war für beide überwältigend. Am Ende waren sie einfach sprachlos. Danach war Henry Brown nicht mehr derselbe. Er ging nicht mehr zur Kirche und hörte auf zu singen. Fortan hat Henry Brown nur ein einziges Ziel, der Sklaverei zu entfliehen. Zu Beginn des Sezessionskriegs teilt die Sklavenfrage Amerika. Sklaven, die nach Befreiung streben, wollen unbedingt die abolitionistischen Nordstaaten erreichen. Doch jeder Fluchtversuch ist gefährlich. Die Bewegungsfreiheit selbst freier Afroamerikaner ist eingeschränkt. Seit kurzem gab es in Richmond eine Eisenbahn. Verschickte man mit dem Lieferdienst Adams Express um 8 Uhr morgens in Richmond ein Paket, erreichte es Philadelphia um 10 Uhr des nächsten Tages. Browns Fabrik verschickte viel Tabak. Und so kam er auf die Idee, sich selbst zu verschicken. Der Plan ist sehr riskant. Doch für Henry Brown gibt es nur noch zwei Auswege: die Freiheit oder den Tod. Browns Freunde fanden das verrückt und gefährlich. Sie wollten es ihm ausreden. Er meinte jedoch, er hätte ein gutes Gefühl. Schließlich haben sie ihm geholfen. Am 29. März 1849 trifft Brown frühmorgens seine Komplizen, die ihn in eine Holzkiste sperren. Er trägt eine Wasserflasche, ein paar Kekse und ein kleines Werkzeug bei sich, um Luftlöcher zu bohren. Er wird nach Philadelphia versandt, wo ihn einige eingeweihte abolitionistische Aktivisten in Empfang nehmen sollen. Das ist ein Nachbau der Kiste, in der Henry Brown gereist ist. Sie war einen knappen Meter lang, etwa 80 cm breit und 60 cm tief. Auf der Kiste stand: diese Seite nach oben, mit Vorsicht zu behandeln. Aber niemand hat darauf geachtet. Sie können sich vorstellen, wie eng es darin war, vor allem nach einigen Stunden. Das war keine angenehme Reise. Eine erste Probe ist der Potomac-Fluss. Für die Überfahrt werden die Waren in ein Dampfschiff geladen.
bevor es im Zug weiter nach Norden geht. Die Kiste wird falsch abgestellt und der Flüchtige ist kopfüber. Da es sehr leise war und die Passagiere um die Kisten herumstanden, hat er sich nicht bewegt, aus Angst, bemerkt zu werden. Also blieb er stundenlang auf dem Kopf. Seine Venen schwollen an, er dachte, er würde explodieren. Dann wollte sich ein Passagier auf die Kiste setzen, hat sie umgedreht und Brown so das Leben gerettet. Endlich erreicht die Kiste Philadelphia. Die Abolitionisten fürchten, eine Leiche vorzufinden. Es war kurz nach Sonnenaufgang. Die Mitglieder der Gesellschaft gegen die Sklaverei haben sich um die Kiste versammelt. Einer unter ihnen, Miller McKim, hat auf die Kiste gehauen und gefragt: Alles in Ordnung da drin? Henry Brown hat geantwortet: Alles in Ordnung. Das war eine große Freude. Einem Mann war tatsächlich die Flucht in die Freiheit gelungen. Das war ein großer Augenblick. Gravuren und Lithografien erzählen von diesem Moment. Henry Brown wird zur Ikone im Kampf gegen die Sklaverei. Er tritt öffentlich auf und erzählt seine Odyssee. Fortan nennt man ihn Henry Box Brown. Doch auch in den abolitionistischen Staaten haben es einige Kopfgeldjäger auf geflüchtete Sklaven abgesehen. 1850 bedroht ein Gesetz erneut seine Freiheit. Das Gesetz unterstützte die Hausherren darin, ihre gen Norden geflüchteten Sklaven zurückzuholen. Im August 1850 wurde Henry Brown in Rhode Island auf der Straße angegriffen. Da hat er begriffen, dass es für ihn zu gefährlich war, sich in den USA öffentlich zu zeigen. Er flieht aus den USA, heiratet erneut und wird ein erfolgreicher Künstler. Neben seinen Erzählungen wird er außerdem Zauberer und Hypnotiseur. Erst als 1875 die Sklaverei abgeschafft wird, kehrt Brown nach 25 Jahren im Exil in die USA zurück, als freier Mann. Aber bis zu seinem Tod in Kanada 1897 hat er nie wieder Richmond besucht.